Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Wir sind nochmal im Karrieremodus. Eigentlich hatte ich vorgehabt, im Franchise anzufangen, aber irgendwie sind die Franchise-Server momentan nicht erreichbar. Deshalb habe ich gedacht, okay, dann machen wir nochmal weiter hier bei den Cutters. Ich habe das auf Pause momentan. Sie hatte mir nämlich eben schon weitererzählt, dass wir die Katas mit besonderem Futter füttern müssen. Okay, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und ich wiederhole mal eben den Dialog. Das ist ein toller Kletterrahmen für die Katas. Den werden sie garantiert lieben. Aber weißt du, was sie noch glücklicher machen würde? Besseres Futter. Aber das gilt vermutlich für uns alle, nicht wahr? Richtig. Du Okay. kannst besseres Tierfutter durch Forschung freischalten. Glücklicherweise haben wir schon welches für die Katas freigeschaltet. Also musst du nur dafür sorgen, dass sie es ab sofort aufgetischt bekommen. Oh, Rufe jetzt das Katterbabys. Infofenster des Geheges auf, indem du das Gehege der Katas auswählst. Hä? Was? Oh. Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was hat sie gesagt? Was soll ich tun? Nochmal. Die Futterqualität. Wie tue ich das? Was hat sie jetzt gesagt? Ich habe das nicht gehört. Nochmal. Das ist ein toller Ah. Kletterrahmen für die Katas. Den werden sie garantiert lieben. Aber weißt du, was sie noch glücklicher machen würde? Besseres Futter. Aber das gilt vermutlich für uns alle, nicht wahr? Du kannst besseres Tierfutter durch Forschung freischalten. Glücklicherweise haben wir schon welches für die Katas freigeschaltet. Also musst du nur dafür sorgen, dass sie es ab sofort aufgetischt bekommen. Rufe jetzt das Infofenster des Geheges auf, indem du das Gehege der Katas auswählst. Tiere. Gehege. Da. Und dann. Ah. Jetzt öffne den Reiter Tiere. Super. Ah, Wie du guck siehst, mal. kannst du hier die Futterqualität ändern. Klick einfach auf das Dropdown-Menü und wähle Futterqualität Stufe 2. Futterqualität Stufe 2. Da läuft mir sofort das Wasser im Mund zusammen. Alles klar. Ein neuer Kletterrahmen und besseres Futter. Mann, diese Viecher werden echt verwöhnt. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns um eine der wichtigsten Aufgaben des Zoos kümmern. Tiere in die Wildnis zu entlassen. Wenn wir das Gefühl haben, dass ein Tier bereit dafür ist, können wir es in die Wildnis entlassen. Aber woran erkennt man das? Nun, zum einen ist das Alter ein entscheidendes Aha, Kriterium. guck mal, das wusste Wir ich auch wollen noch nicht. schließlich keine Jungtiere oder Senioren Aha. freilassen. Außerdem muss das Tier zeugungsfähig sein, denn schließlich wollen wir, dass sich die Art in der Wildnis vermehrt. Tiere mit gutem Fruchtbarkeitsgen eignen sich also besonders. Aus dem Alter und der Fruchtbarkeit ergibt sich dann auch, wie viele Arterhaltungspunkte wir bekommen, wenn wir ein Tier Siehst freilassen. du, guck mal, das wusste ich auch noch nicht. Arterhaltungspunkte sind sehr wichtig. Sie sind praktisch das Lebenselixier deines Zoos. Denn je mehr Arterhaltungspunkte du hast, umso mehr Tiere kannst du Richtig, ich habe nämlich aufnehmen. jetzt schon Und eine umso 1600. höhere Qualität haben die neuen Tiere. Behalte das immer im Kopf. So, und jetzt lass uns zum Orang-Utan-Gehege Wo gehen. ist denn das? Dort. Finde bitte Agung, einen Borneo-Orang-Utan, und wähle ihn im Agum. Gehege an. Du kannst dazu entweder die Tiere einzeln anklicken oder du klickst die Gehegeumzäunung an, wechselst im Infofenster zum Reiter Tiere und wählst Agung in der Tierliste aus. Ah, guck mal. Da. In die Wildnis entlassen. Oh, wir bekommen 1171. Ernsthaft? Ich weiß, es ist traurig, dass er geht. Aber er wird es in freier Wildbahn gut haben.
Und er ist ein prima Kandidat, denn er ist jung, kräftig und fruchtbar. Das war sehr gute Arbeit. Du hast wirklich Potenzial. Das ist ja... Ah, wie ich sehe, hast mega. Du deine Hausaufgaben gemacht. Wobei man kaum von Hausaufgaben sprechen kann, wenn es um etwas so Putziges wie Katas geht. Wäre es in der Schule weniger um Mathe und mehr um Mandrills gegangen, hätte ich bestimmt bessere Noten gehabt. Ja. Okay. Bisher haben wir uns nur um die Gehegetiere gekümmert. Jetzt sind die Vivarientiere an der Reihe. Bauen wir zuerst ein neues Vivarium. Oh, okay. Ich habe eine Stelle für unser neues Vivarium markiert. Begib dich bitte dorthin. Hä? Ah, hier, so, da. Lass uns jetzt in der Lücke ein neues Vivarium errichten. Füge es einfach dem Gebäude hinzu, genau wie das Forschungszentrum, und platziere es dann in nein. der Lücke. Was habe ich? Hilfe! Okay. Nein, nicht nach unten, nach oben. Alter, ich kann das immer noch nicht. So, Einrichtung. Vivarien finden wir hier. Wie war denn das noch? Oh, ich habe keine Ahnung, wie war das denn noch? Vivarium. Oh, Scheibenkleister. Was habe ich getan? Hä? Habe ich das da jetzt reingemacht oder nicht? Oh, Leute. Ich finde das noch ein bisschen sehr kompliziert, oder? So, nochmal. Gehege, Vivarium. Gruppe 35, um hinzuzufügen. Kriegt die Krise, Gruppe 35. Ich habe keine Ahnung, wie das da rein soll. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Wieso kriege ich das da nicht rein? Wo ist das Problem? Where is the problem? Oh man! Ah, jetzt! Als nächstes musst du ein Tier für das Vivarium auswählen. Ja. Wie wäre es mit der Gliederkrustenechse? Nimm über den Vivarienhandel eine dieser Echsen auf. Aufnehmen? Genau wie bei Gehegetieren müssen wir auch die Gila-Krustenechse dem Vivarium zuweisen. Klicke auf das Vivarium, um sie dorthin zu setzen. Hä? So, jetzt aber. Wenn du ein Tier in ein Vivarium setzt, wird es automatisch passend für das Tier eingerichtet. Oh, das ist ja praktisch. Das heißt allerdings nicht, dass alles perfekt ist. Schade. Also kümmern wir uns jetzt um den Rest. Als erstes fügen wir ein paar Beschäftigungsobjekte hinzu. Klicke das Vivarium an, um das Infofenster aufzurufen. Okay, das habe ich. Klicke jetzt auf den Reiter Layout. Ja. Im Moment sind leider nur Beschäftigungsobjekte der Stufe 1 freigeschaltet. Aber platzieren wir zumindest eins davon für die Gila-Krustenechse.
Ist egal, welches. Wie du weißt, kannst du weitere Beschäftigungsobjekte freischalten, indem du deine Tierärzteforschung betreiben lässt. Aha. Jetzt müssen wir noch die Temperatur und die Feuchtigkeit im Vivarium festlegen. Das ist sehr wichtig für das Wohlergehen der Gila-Krusten-Echse. Okay. Klicke auf den Reiter Klima. Hier siehst du, welche Temperatur und Feuchtigkeit die Krusten-Echse bevorzugt. Okay. Du kannst beide Einstellungen über die Regler unten anpassen. Sorge dafür, dass sich die Echse richtig wohlfühlt. Wie kann ich denn... Also die Temperatur ist gut. Und wie kriege ich jetzt die Feuchtigkeit da rein? Oh nee, halt! Das muss so bleiben. Oh, oh. Das ist verkehrt. Nein! Doch, richtig. Oh mein Gott. Wie kriege ich jetzt die Feuchtigkeit da rein? Hä? Fenster? Oh Leute, das ist echt kompliziert, oder? Kommt mir das nur so vor. Klima. Ach, Leute, hier müssen wir nur runter scrollen. Muss die Feuchtigkeit weiter runter, oder was? Noch weiter. Noch weiter. Ah, jetzt! Jetzt müssen wir nur noch die Einstellung für die Fenster vornehmen. Wähle dazu den Reiter Fenster. So, okay. Du kannst jedes der vier Fenster eines Vivariums anpassen. Sehr schön. Es kann geschlossen oder offen sein oder als zwei- oder dreidimensionales Hintergrundbild fungieren. Wieso probierst du nicht ein wenig mit den Einstellungen herum? Du kannst auch noch eine Infotafel aufstellen, auf der die Gäste Informationen zu dem Tier finden. Lass uns das jetzt machen. Ja. Ah, guck mal, das ist ja cool, oder? So, was sollte ich noch hinstellen? Noch eine Infotafel. Mhm, wo tue ich die Infotafel? Da. Und wo mache ich die hin? Ich möchte die gerne da hinstellen. Kann ich die nicht drehen? Doch. So, wie heißt das Ding? Gila-Krusten-Echse. Jetzt können die Besucher mehr über unseren giftigen Freund hier erfahren. So, jetzt habe ich eine größere Aufgabe für dich. Ah, ja. Ich will, dass du die Zahl der im Zoo vorhandenen Arten erhöhst. Du solltest dazu Vivarien und Gehegetiere aufnehmen. Und du wirst entsprechend neue Vivarien und Gehege für sie bauen müssen. Na, dann mal los. Ich schaue wieder vorbei, wenn du fast fertig bist. Hä, was will sie denn jetzt? Hier sind, hier sind welche in der Transportbox. Ja, dann lass die doch raus. So. Was hat die denn? Das Layout. Das Layout ist noch nie gut. Das Layout der Echse ist nicht gut. Ich kenne das, ey. Das ist ja... So, kann ich jetzt mal... Nein, das war doch schon richtig. So, Layout. Und dann machen wir das noch rein und das noch rein. Ist das gut? Oder immer noch nicht gut? Was hat sie denn?
kalt, das ist zu kalt. Oh. Jetzt ist die Temperatur gut, ja? Geht es ihr jetzt besser? Ja. Aber das mit dem Layout, das passt ihr noch nicht so ganz. Aber da kann ich jetzt auch nicht viel dran machen. Weil ich habe ja nichts, ne? Fenster. Keine Ahnung, ich lasse das jetzt erstmal so, da muss sie jetzt erstmal so mit zurechtkommen. Forschung abgeschlossen. Katas. Macht man hier, dann kann sie hier vielleicht nochmal gucken. Okay. Jetzt haben wir ja nicht ganz so viel gemacht, ne? Aber ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen hier jetzt erstmal Schluss. Und ich hoffe, dass bis zum nächsten Mal das mit dem Franchise-Modus wieder okay ist. Und dann könnten wir vielleicht ja mal ein Zoo im Franchise-Modus anfangen. Da würde ich mich jedenfalls riesig drüber freuen. Ich für mich privat hatte schon mal damit angefangen. Und ich finde das ganz interessant. Viele, viele Möglichkeiten. Und ja, okay. Ihr Lieben. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.